Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es weiter mit Gungrave und zwar ab nach Vietnam. Da war ich noch nicht. Ich bin mittlerweile im Level 14. Grave hat den Spieß umgedreht und Jensen, der ihn unbedingt töten wollte, eliminiert. Zum Glück gab es auf seinem Dropship einige Hinweise. Warum um Himmels Willen hat der Raven Clan den Seedkern aus Scumland geschafft? Was hat es mit dieser Seed-Raffinerie in Vietnam auf sich? Wir müssen uns beeilen und ihre Pläne aufdecken. Der Boss wird mit dieser Seed-Infektion nicht lange überleben. Just be an incomplete section, or maybe something more, and I mean more interesting. Grave, see if you can find a way to that area. We may discover a connection. Almost there. I think we can safely land close enough to the refinery disguised as we're with Jensen's dropship. Also nur so als Hinweis, ich bin immer noch tierisch erkältet. Man hört es vielleicht an der Stimme. Und ich habe unheimlich Gliederschmerzen, aber ich habe jetzt gesagt, ich werde weiterspielen und weiter streamen. Ich gehe mal wieder alles anschauen. Ist ja manchmal auch gut, wenn man nicht so viel quatscht, dann kann man das Spiel besser genießen. Aber so von den Umgebungen und so finde ich es gar nicht mal so schlecht gemacht eigentlich. Ich wollte gerade sagen, da ist schimmert doch irgendwas. Ja, da ist noch einer. Ich erinnere mich natürlich direkt am Predator. Ich könnte eigentlich schon lange mal einen Schadenverstärker nehmen. Ich habe oder die neue Fertigkeit, die ich da gelernt habe, die könnte ich auch mal testen. Ah, warte mal, ich zieh mal viele Gegner an. Jetzt habe ich die Ulti voll, jetzt zünde ich die mal. Das ist Taste 4.
Das heißt, ich habe jetzt 3 Punkte verbraucht auf einmal. Können wir auch mal Schadensverstärkung an. Okay, ich wechsle mal in den Nahkampf rüber. Okay, jetzt kommt ziemlich Schaden. Hau mal ab. Ja, komm, ich lade mal Leben wieder auf. Das fühlt sich immer so ein bisschen an wie Cheaten, wenn man da die Ultis nutzt. Aber eigentlich gehört es ja zum Spiel dazu. Ah, jetzt hätte ich wieder die Dreier-Ulte. Ja gut, das ist fast übertrieben, wenn ich jetzt die zünde. Ah, Tretminen sind da, oder was? Ah, der steht noch, hä? Ah, der hat einen Granatwerfer. Ich dachte, was explodiert da die ganze Zeit? Ah, da oben ist der.
Ich liebe solche Spiele hin und wieder. Einfach Hirn aus, ballern. Ich will noch den Multiplikator ein bisschen hochsetzen. Ach Mist, das... Ja okay, die Viecher sind auf jeden Fall gut. Meine Idee ist jetzt, ich renne da durch, will möglichst viele Feinde anziehen. Und jetzt diese da. Die hinten wird es wahrscheinlich nicht treffen, oder doch? Ne, die hinten nimmt es nicht. Okay, Zwischensequenz. Beim Kombozähler habe ich eine schlechte Wertung. Nur 10. Ich frage mich gerade, wie ich den. Ja, wahrscheinlich müsste ich hier Fertigkeiten noch freischalten. Was braucht der Schildregeneration Stufe 4? Dann kann ich die freischalten. Achttausend Punkte kostet mich das. Okay, dann spare ich das mal. Gleich in die nächste Mission. Tal in Vietnam, Gebiet 2. Ein abgeschiedenes Dorf in Vietnam. Söldner haben sich hier eine Basis eingerichtet, da die Gegend für Fremde so gut wie unerreichbar ist. Level 14. Okay, da steht wieder der genau gleiche Text wie vorhin. Das lese ich jetzt nicht nochmal vor. Rambok. Ich frage mich gerade, wie ich sonst einen Kombozähler höher setzen könnte. Wahrscheinlich, wenn ich die ganze Zeit wirklich nonstop ballern würde, sorry. Also auf dem Dach war noch jemand. Er hat jetzt den Kombozähler unterbrochen. Geh mal vorne noch schauen, ob da noch jemand ist. Nee, ich habe alles mitgenommen.
Ja, aber nicht das Ziel suchen der Rakete, dann. Ach, das ist so ein Geschützturm, okay. Das Problem ist, wenn ich die ganze Zeit ballere, sehe ich vor lauter Effekten nicht mehr, wo ich hin muss oder auf Zielen so. Also die Kamera könnte einen kleinen Ticken weiter zurück sein, in meinen Augen. Oder ich frage mich gerade, kann man das irgendwo rauszoomen? Könnte ich mal testen. Bewegungsunschärfe habe ich auch. Cartoon-Modus ein, aus. Soll ich das mal machen? Erweitert. Ja, ich glaube. Kann man nicht weiter. Aber das nimmt mich, macht mich jetzt gerade neugierig. Was ist denn Cartoon-Modus? Ich aktiviere das mal, nimmt mich wunder. Gut, das ist dann für die. Für mein Pad, denke ich jetzt mal. Ach so, okay. Das hat ein bisschen was von Borderlands irgendwie jetzt, ne? Das hat jetzt auch noch etwas, muss ich zugeben. Nochmal. Ah, da sind mehrere, oder was? Ja, bisschen sehr nah da, hm?
Ja, ich glaube, jetzt muss ich dann die Reichweite erhöhen. Oh, wo kommt das jetzt wieder hin? Nein. Ja, aber da ein riesen Klo irgendwie. Ich weiß nicht, ich wechsle wieder. Irgendwie passt mir das gerade gar nicht mit dem Comic-Modus. Man würde irgendwie zwar mehr sehen von den Explosionen etc. wenn man den Cartoon-Modus aktiv hat. Kommen da viele? Probier nochmal, wenn ich jetzt da die Ulti zünde. Ich hab die falsche Taste gedrückt gehabt. Oh. Ey, was ist denn jetzt los? Warte mal. Warum ist denn da so viel Schaden reingekommen? Ich heile mich mal schnell hoch. Da kam plötzlich massiv Schaden rein. bräuchte ich, um Schildregeneration hoch zum... Ah nein, 8000. Reicht gerade nicht. Ja, mal schauen. Ich werde mal... Steuerung F im Sprung. Man hat irgendwie gefühlt immer zu wenig Punkte. Ja, weil den neuen Charakter, da könnte ich auch noch freischalten, aber der kostet 30.000. Macht auf jeden Fall Laune, also... Hier sehe ich gerade Nahkampfschadensverbesserung. Geschossschadenverbesserung 10.000. Es macht eigentlich eben alles irgendwo durch Sinn.
Aber ich könnte theoretisch nochmal einen Punkt hier einsetzen. Wenn ich nämlich den Zerstörungsschuss ablasse, hätte ich noch einen Punkt dann übrig. Die Qual der Wahl. Nahkampf mag ich irgendwie nicht. Es fühlt sich irgendwie so träge an. Ich weiß nicht warum. Ja, mal schauen. Ich weiß noch nicht, für was ich mich entscheide. Söldnerbasis ist das nächste Level.